Liebe Zuschauer, herzlich willkommen zurück bei Transimworld zusammen mit mir. Ich bin Felix, der Weise. Wir sind unterwegs auf dem DLC Northern Transbenign und sitzen immer noch in unserer wunderschönen Class 45 und durchfahren mit unserem Expresszug gerade den Bahnhof von Stalybridge. Wir sind immer noch auf dem Weg nach Leeds. Wir sind ja letztens in Manchester Victoria gestartet. Und ja, heutiges Tagesziel ist der Bahnhof Huddersfield. Das ist doch uns einziger und erster Zwischenhalt. Ich vermute einfach mal, dass es der einzige Zwischenhalt unserer Fahrt sein wird, denn weitere größere Bahnhöfe folgen, also kommen dann nicht mehr auf der Strecke. Deswegen bin ich mir sicher, dass Huddersfield der einzige Zwischenhalt sein wird. So, ich habe auch eine Tagespause gemacht. Ja, ich habe das Szenario dann gespeichert gestern und wir fahren dieses Szenario heute weiter und heute bin ich auch mal mit der realen Eisenbahn wieder mal gefahren und es hat zum Glück alles so geklappt, wie es sollte. Wir haben heute noch den 8. Januar, in einer halben Stunde ist auch der 8. Januar 2019 schon wieder vorbei und ja, Süddeutschland versinkt förmlich im Schnee. Wir hatten heute jede Menge Regen, aber es wurde auch stürmisch. Deswegen war ich auch froh, dass mit der Bahn alles geklappt hat. Denn ein Teil der Strecke, die ich gefahren bin, da stehen auch sehr viele Bäume. Und das kann ja schneller, als man denkt, passieren, dass mal der ein oder andere Baum umknickt. Und dann war es das mit dem Zugverkehr für eine gewisse Zeit. Und von daher war ich ganz froh, dass das bei der Hin- und vor allem Rückfahrt alles noch so geklappt hat. Ja, allgemein, wenn wir da gerade beim Thema sind, die Eisenbahn in Deutschland. Und da gab es ja leider Ende 2018 vor allem sehr, sehr viel Negatives zu lesen. Und ich selber möchte da jetzt gar nicht groß die Bahn, sag ich mal, durch den Kakao ziehen. Aber ich habe da eben auch andere Sachen, sag ich mal, auch so ein bisschen gelesen, wo ich mir sage, naja, kann man schon verstehen. Ja, und ich zum Beispiel selbst hatte Anfang Dezember auch eine Reise vor, die ich dann im Nachhinein nicht antreten konnte. Warum? Wir hatten mal wieder einen tollen Warnstreik, weil sich wieder diverse Tarifverhandlungen da festgefahren haben. Ob diese Forderungen da jetzt berechtigt sind oder nicht, muss ich sagen, ich arbeite nicht bei der Bahn und da möchte ich mir jetzt auch kein Urteil drüber bilden. Aber Fakt ist, es wusste keiner, wird es dann so schnell wieder irgendwelche Warnstreiks geben oder wie geht das Ganze weiter? Das wusste man auf einem gewissen Zeitraum auch nicht so, dass ich die Reise halt in dieses Jahr verlegen musste. Und das ist als Bahnkunde natürlich sehr, sehr ärgerlich und ja, ich weiß nicht, wenn man die Möglichkeit dann hat, also würde ich jetzt in einer großen Stadt wohnen, hätte ich gesagt, okay, macht euren Kram, da nehme ich halt den nächsten Fernbus. Ganz einfach. So, das Problem ist aber, ich wohne in keiner Großstadt, wo Fernbusse hinfahren. Hier gibt es, glaube ich, gar keine Fernbusverbindung. Das heißt, man ist immer ein Stück weit auf die Bahn hier angewiesen, um erstmal in die nächste Großstadt zu kommen. Wie gesagt, wenn ihr selber bei der Bahn arbeitet, schreibt mir mal eure Meinung dazu, was ihr davon haltet. Ich denke mal, also, ja, also wie gesagt, ich möchte mir zu diesen Forderungen und sowas möchte ich mir kein Urteil bilden. Da bin ich einfach zu wenig drin in diesem Thema. Aber es ging auch nicht nur darum, sondern es geht auch darum, dass da allgemein auch diverse Politiker auch mal ihren, ich weiß nicht, ob sie ihren Frust da abgelassen haben oder einfach auch mal klare Worte gefunden haben und auch gesagt haben, Mensch, die Bahn müsste sich echt mal in einigen Punkten echt mal wirklich, sag ich mal, besteht Nachholbedarf. Ja, das geht um das ganze Thema Pünktlichkeit. Die war wohl 2018 nicht so toll, gerade beim Fernverkehr, denn man muss ja die Bahn auch so ein bisschen trennen, Fernverkehr und Regionalverkehr. Und beim Regionalverkehr kann ich sagen, wenn ich jetzt so zurückblicke, die letzten knapp 17 Jahre, 16, 17 Jahre, seit denen ich ja, na, sag ich mal, fast regelmäßig mit der Bahn unterwegs bin, muss ich sagen, insbesondere im Osten Deutschlands hat sich da schon sehr viel verbessert. So, wenn man das einfach mal diesen Gesamtüberblick. Zum einen haben wir ja Anfang der 2000er viele neue Züge bekommen, gerade auf diesen, vor allem auf den Dieselstrecken, viele neue Züge und vor allem viele barrierefreie Züge. Und zum anderen dieses ganze Thema Taktfahrplan und das ganze Thema eben auch so Systemhalte und Anschlüsse. Letzteres, das hat sich, muss ich wirklich sagen, das hat sich die letzten 10 Jahre richtig, letzten 15 Jahre richtig dolle verbessert. Denn das war früher so 2002, 2003 ganz schlimm. Egal, wo du regional hinfahren wolltest, du
musstest immer irgendwo eine Stunde, wenn du Pech hattest, sogar zwei Stunden warten, weil immer irgendein Zug fahrplanmäßig um wenige Minuten verpasst wurde. Ja, und ich hatte da mal einen Streckenabschnitt während meiner Ausbildung, wo ich umsteigen musste und planmäßig immer angekommen bin, und da hatte ich eine knappe Stunde Wartezeit an dem Bahnhof. Es war zum Glück ein großer Bahnhof, wo man sich eben, ja, wo man die Zeit mehr oder weniger rumgekriegt hat, aber es ist dann trotzdem irgendwann einfach nervig. Die Gesamtstrecke betrug damals 130 Kilometer, unterwegs war ich da 3 Stunden. So, es gab natürlich die Möglichkeit, auch einen später dann einen Intercity zu nehmen. Das Problem war bei dem Intercity wieder, der kam so extrem knapp an zum Umsteigen. Da hattest du 5 oder 6 Minuten Umsteigezeit. Und da braucht nur unterwegs irgendwas sein, dass der Intercity mal länger braucht. Da braucht nur ein Fahrgast zu sein, der vielleicht nicht so körperlich so gut drauf ist und einfach ein bisschen länger beim Ein- oder Aussteigen braucht. Und schon kannst du den Anschluss wahrscheinlich vergessen. So, und ja, aber gut. Dann hat sich das, glaube ich, ab 2005, das war das Jahr, wo sich das alles dann verbessert hat. Und dann 2009 nochmal richtig, wo dieser ganze Fahrplan optimiert wurde, dass du zu allen Zügen, allen Anschlüssen maximal 30 Minuten warten musst. Aber da 30 Minuten ist schon selten. Also ich fahre mittlerweile lieber Regionalverkehr als Fernverkehr. Ich nutze wirklich nur den Fernverkehr, wenn es unbedingt sein muss. Und das war auch wieder was ganz Tolles, was ich da jetzt im Dezember gelesen habe von einer sehr netten Bekannten. Grüße an dich, falls du das Video siehst. Da hat sie auch einen schönen Status geschrieben auf einer sozialen Plattform und hatte eine Bahnreise von Thüringen in Richtung Norddeutschland unternommen. Und das Ganze mit dem Fernverkehr. So, und irgendwann kommt dann so, wo sie so etwa die Hälfte der Strecke passiert hat: Ja, ich sitze hier im ICE, es wird langsam unbequem auf der Tasche. Ich schreibe da drunter: Naja, warum hast du denn nicht reserviert? Hab ich doch, aber der Zugteil ist ausgefallen. Da war das quasi wieder ein ICE, der mit 2 Zugteilen verkehrt, also 2 ICEs aneinander gekuppelt. Und da war eben der Zugteil, wo sie ihre Reservierung hatte, ausgefallen. Da muss ich auch sagen, finde ich das von der Bahn, da muss die Bahn sich dann auch mehr kümmern und sowas. Es kann natürlich passieren, wenn irgendein Problem an so einem Zugteil ist, dass man die Sicherheit dann nicht mehr gewährleisten kann oder irgendwas, oder dass es zu gefährlich wäre, den auf die Strecke zu schicken, ist logisch, dass der dann nicht auf die Strecke kann. Das ist absolut verständlich, Sicherheit geht vor. Aber dann muss die Bahn sagen, okay, sofern die Kapazitäten da sind, die Leute, die eine Reservierung haben, eine Reservierung, Platzreservierung, die kostet Geld. Die kostet mittlerweile, glaube ich, mindestens 4,50 Euro. Ja, und da muss ich sagen, okay, dann setze ich die Leute halt in die erste Klasse, sofern dort noch Plätze verfügbar sind. Aber das ist doch meiner Meinung nach eigentlich schon sehr, sehr ärgerlich, wenn man dann trotz einer Reservierung, Platzreservierung, dann auf der Tasche hocken muss, nur weil dort wieder intern irgendwo ein Fehler gemacht wurde oder irgendwas wieder passiert ist, dass der Zug nicht so lang ist, wie er lang sein sollte. Ja, also das sind so Sachen, die können passieren. Aber das ist auch ein Thema, was kritisiert wurde, dass es einfach zu wenig Ersatzzüge gibt, wo du sagst, okay, der Zugteil kann heute nicht fahren, weil wir das und das reparieren müssen. Okay, ich habe dort auf dem Abstellgleis dort und dort noch einen Ersatzzug stehen. Und das ist auch ein ganz großes Problem, dass es wovon diesen Ersatzzügen ganz, ganz wenige zurzeit gibt, beziehungsweise gar keine. Jetzt sollen wohl einige ICE-4-Züge fertig werden, die dann wohl teilweise eben auch als Ersatzzüge dienen sollen oder Schulungszüge. Aber das ist so ein allgemeines Problem, dass, was hier zurzeit eben auch bemängelt wird, dass es einfach zu wenig Fahrzeuge gibt, insbesondere im Fernverkehr. Was das ganze Thema Preis angeht, muss ich sagen, da hat sich das auch eher ins Positive entwickelt, gerade dass man eben den Fernverkehr mit Spartickets nutzen kann. Das ist ja auch eine ganz tolle Sache. Ich habe euch ja damals das 700 Abonnenten-Special, da bin ich auch ein relativ weites Stück gefahren mit Fernverkehrszügen. Das war auch insgesamt relativ teuer, aber das war ein Sparticket erster Klasse und ich hätte ohne, also ich glaube, das waren 160 Euro, was ich für die gesamte Fahrt da bezahlt habe, hin und zurück. Und ohne Sparticket hätte ich, glaube ich, nochmal mindestens 100 Euro mehr bezahlt. Und das, der Vorteil beim Sparpreis erste Klasse ist halt, dass der, dass die Platzreservierung gleich dabei ist. Das, ich hätte sonst, hätte ich das jetzt zweite Klasse gekauft, hätte ich das 40 Euro billiger bekommen. Hätte mir aber für 5 verschiedene Züge dann nochmal jeweils eine Platzreservierung dazu kaufen müssen. Ja, wisst ihr? Deswegen habe ich mich gerade bei der langen Strecke und Fahrt entschieden. Ich kannte die Strecken auch nicht. Oder ein Teil davon halt nicht. Wusste nicht, wie viel in diesen Zügen los ist. Und deswegen habe ich mir dann auch gedacht, naja, fährst du halt mal erste Klasse, mache ich ja. Das ist in der Regel für euch zweite Klasse, wenn ich Fernverkehr fahre. Aber in dem Fall, bei solchen langen Reisezeiten, wollte ich auf Nummer sicher gehen, weil das ja
ich weiß gar nicht, war das ein Brückenwochenende oder irgendwas. Jedenfalls, ja doch, die Züge waren teilweise recht voll besetzt, also genau. Und das war jedenfalls auch so eine Sache, wo ich dann gedacht habe, es lohnt sich. Ich meine, wenn ich gewisse Strecken kenne, also ich könnte euch jetzt auch eine Strecke sagen, wo jetzt gerade im ICE nicht so viel los ist, beispielsweise, wo man dann weiß, okay, du hast einmal reserviert und wenn du siehst, okay, um die und die Zeit ist in dem Zug nicht so viel los, dann kann man auch sagen, okay, spart man sich das halt einfach das Geld für die Platzreservierung. Ja, wenn du genau weißt, du fährst von dort nach dort und da ist nichts weiter und da sind auch nicht so viele Sitze ausreserviert, dann kann man ja auch sagen, okay, spare ich mir das Geld und dann... Ja, so viel zumindest das mal dazu, aber das Schlimmste, oder was heißt das Schlimmste, das Legendärste, was ich da mit Kapazitäten mal erlebt habe, das ist auch schon wieder knappe 5 Jahre, es war 2014, 4,5 Jahre ist das in etwa her, war ich mit einer mit jemandem unterwegs und wir wollten halt mit dem letzten ICE von Berlin nach Hannover fahren, das hatten wir vorher einige Male schon mal gemacht und gesagt, okay, da ist nicht mehr so viel los. Und wir hatten, glaube ich, sogar das Ticket für den Zug schon. Ja, kommt dann der letzte ICE, Berlin-Hannover, vorher damals gegen 21 Uhr. Und vorher fuhren immer stündlich ICEs von Berlin in Richtung Hannover. Es gab auch Intercities, aber ich glaube, abends fuhren die nicht mehr. Ja, Bahnsteigproppe voll mit Menschen. Dachten, oh Gott, das war derselbe Bahnsteig, wo dann auch ein Nachtzug in Richtung München abfuhr zu der damaligen Zeit. Und oh Gott, wenn die jetzt alle mit wollen, das wird kuschelig, weil wir hatten keine Platzreservierung. Und dann sind wir los. Und da kam und dann haben wir so erfahren, naja, der ICE vorher, also der vorletzte ICE, war ausgefallen. Dann sagt er, toll, dann werden die jetzt alle mit in dem letzten ICE fahren. So, und wenn ihr euch so ein bisschen auskennt auf der Strecke Berlin-Hannover, da fahren ja ICE-2-Züge tagsüber. Also überwiegend fahren da wirklich ICE-2-Züge, abgesehen von Intercities. Und diese ICE-2-Züge fahren immer in Doppeltraktion. Ne? Also ein ICE-2 besteht aus einem Triebkopf und jetzt vereinfacht gesagt 7 Personenwagen. So, Doppeltraktion demzufolge hat 14 Personenwagen und 2 Triebköpfe. Das große Problem an der Geschichte ist, der letzte ICE an dem Tag, das war nur ein einzelner ICE-2, also eine Einheit mit 7 Personenwagen. Das heißt, das war eine ganz, ganz tolle Sache, dass sich dann dort die Leute, die eigentlich für insgesamt 21 Personenwagen gedacht waren, in einen Zug gequetscht haben, der nur 7 Wagen hatte. Denn es sind ja nicht nur die mitgefahren, die regulär mit diesem 7-Teiler fahren wollten, sondern es sind die auch mitgefahren, die eigentlich mit dem ausgefallenen 14-teiligen Zug mitfahren wollten. Das fragten wir uns nicht wie. Wir haben, obwohl wir nicht mit die Ersten waren, die im Zug rein sind, wir haben irgendwie noch jeweils für uns einen Sitzplatz bekommen. Wir konnten dann zwar nicht mehr zusammensitzen, war aber halb so schlimm, aber wir hatten irgendwie wirklich noch das Glück, dass wir noch einen Platz bekommen haben. Also das... Ja, weil der Zug war wirklich proppevoll. Was aber hingegen gut war an dem Tag, der Zug wurde dann sogar... Die Strecke des Zuges wurde bis Köln verlängert, weil regulär endet der ja in Hannover, aber da der vorherige Zug nach Köln ausgefallen ist, ist der letzte Zug dann nach Köln weitergefahren. Das war wieder ein recht guter Zug, dass man, ja, da wollte man sehen, dass man die Leute dann doch noch hat irgendwie versucht, hat noch an ihr Ziel zu bringen. Aber das war wirklich, ja, das war wirklich auch mal was da an Menschenmassen los war. Ich meine, klar, bei Großereignissen, ich habe auch Zeiten mitgemacht, als damals noch die Games Convention in Leipzig stattfand. Ich weiß nicht, ob da von euch jemand auch damals mal in Leipzig war. Die war, glaube ich, bis 2009 oder 2010 noch in Leipzig. Und das war ja in den Regionalzügen wirklich der Horror. Da sind ja auf der Strecke Leipzig-Halle dann schon längere Nahverkehrszüge gefahren. Mit 5 Doppelstockwagen und im Halbstundentakt statt nur im Stundentakt. Und trotzdem waren solche Massen an Menschen dort unterwegs. Das war Wahnsinn. Und ja, also das war wirklich richtig krass. Kann ich mich auch noch dran erinnern. Aber das ist normal bei solchen Großveranstaltungen, auch wenn irgendwo Fußball ist oder sowas. So, wir haben uns jetzt heute noch gar nicht, glaube ich, schon über den Scheitelpunkt, so wie es aussieht. Ja, ja, wir sind schon über den Scheitelpunkt. Ja, also der Streckenteil, den wir jetzt befahren, das ist ja mit hier auch meiner Meinung nach auch der schönste, den wir jetzt hier befahren. Jetzt wird der Zug einfach mal vorbeisausen. Mitten über die Penninen geht's jetzt.
Hier, typisch englische Landschaft. So. Genau, jetzt brauchen wir den Zug eigentlich nur noch rollen zu lassen in Richtung Huddersfield. Ja, weil in diesem Tunnel, im letzten Tunnel, war hier der Scheitelpunkt gewesen. So. Ihr seht ja auch, dass ich mal zwischenzeitlich gespeichert habe und weiter fortgesetzt habe. Deswegen auch diese Kameraperspektive, die war ja, wenn ihr euch erinnert, letztens anders gewesen. Lassen wir unseren Zug vorbeisausen. Ich finde aber auch den Sound der Wagen schön, diesen Außensound, dieses Klappern. Was ja auch so, glaube ich, auf nicht geschweißte Schienen hinweist. Also in der Realität ist das ja so, wenn dieses Knattern, das ist dann halt dieses, wenn die Schienen nicht aneinander geschweißt sind. So, wie weit haben wir es denn eigentlich noch? Bis 4 Meilen sind, müssen wir noch. Das ist noch ein kleines Stück, was wir hier zurücklegen müssen. 4 wunderschöne Meilen. Durch den nächsten Ort durchfahren. Ja, ihr erinnert euch sicherlich noch mit der Class 101. Da sind wir auch von Stalybridge nach Huddersfield gefahren, mussten aber dann jeden Bahnhof halten. Das war ja die erste Fahrt, die wir hier gemacht haben. Auf diesem DLC, das ist ja auch ein etwas extra lange Video davon. Ja, und danach wird es dann, wenn wir in Leeds dann angekommen sind, dann wird es dann noch die Folge geben, wo wir im Winter mit der Class 47 zurückfahren, und ich denke mal, dann sind wir soweit mit diesem DLC fertig. Wie gesagt, ich habe mir so überlegt, diese ganzen Szenarien, die da noch offen sind, da sind ja auch welche in Rusig Nord offen, es sind welche jetzt hier noch offen geblieben, es sind noch welche bei Long Island offen, da kann man sich ja mal überlegen, ob man da mal den ein oder anderen Livestream macht und dann die Szenarien im Rahmen des Livestreams einfach mal abfährt. Das ist so ein Gedanke, der mir da so durch den Kopf geschossen ist. Dass man da einfach auch so ein bisschen mal, weil dieser Livestream, das ist ein Thema, das kommt bei mir zurzeit absolut zu kurz. Weil ich einfach noch keine richtige Variante jetzt noch so gefunden habe, wie ich richtig schöne, flüssige Streams erstellen kann. Also ich krieg's mit Nvidia Child leider nicht hin. Da kriege ich, glaube ich, die Verbindung zu YouTube nicht ganz hin, um da irgendeinen Stream dann einzurichten. Da weiß ich noch nicht, wo der Fehler liegt. Dann werde ich mir mal das Thema Restream mal anschauen. Da sind ja, darauf schwören ja jetzt auch so viele. Ja. Und das kann also noch ein bisschen da. Vielleicht auch in OBS, aber bei OBS ist es das Problem 60 FPS. Und gleichzeitig relativ gute Bitrate. Das ist dann schon wieder so ein... Muss man gucken. Das OBS erfordert halt viel. Das ist auch ein klasse Aufnahmeprogramm und es ist auch ein klasse Streaming-Programm für alles Mögliche. Selbst wenn ihr jetzt gar kein Gaming macht auf YouTube, sondern eben Dokus oder was weiß ich oder irgendwas zeigen wollt, irgendwelche Dia-Shows, dafür ist OBS wirklich Weltklasse. Aber das Problem ist, man muss halt lange testen, bis man für sich die, sag ich mal, Einstellungen gefunden hat. Denn das ist ja bei jedem fast wieder anders. Beim Aufnehmen gerade 60 FPS Aufnahme und gute Qualität mit OBS, da käme selbst mit OBS mein PC an die Grenzen, deswegen bin ich ja zu Nvidia Child dann gewechselt. Nvidia Child, für jeden, der eine Nvidia-Karte hat, ist das ja auch kostenlos, ihr müsst euch da lediglich diese komplette Treibersoftware bei Nvidia runterladen und da ist das dann auch dabei. So, jetzt werden wir aber erstmal hier unseren Zug mal so langsam aber sicher auf die 50 Meilen runterbringen und ich glaube, ich muss noch weiter, wie heißen die so aus? Yep. Schaffen wir sonst nicht mehr. Doch, doch. Ja, schaffen wir schon. Schaffen wir schon. Ich müsste bloß ein bisschen stärker in die Bremse gehen. So, dann nähern wir uns unserem Zwischenziel Huddersfield und jo, wir könnten das Ganze noch pünktlich schaffen. So, aber da kommt vorher natürlich noch eine 15-Mal-Beschränkung. Die wollen alle, dass ich das Video extra lang mache. Ja, war wieder mal ein schöner Rechenfehler letztens bei mir. Das vielleicht mal zur Korrektur. Das letzte Video war ja jetzt nur so 17 Minuten lang. Ich hätte es auf 18 Minuten oder sowas machen, einstellen müssen. Dann wäre dieses Video und das nächste dann wahrscheinlich auch nicht so lang. Dann hätten wir so in etwa eine gleiche Länge gehabt. Aber es ist bei Trains und Road-Videos auch wirklich schwierig. Denn du weißt nie, wie lange das dauern wird. Gerade diese blaue Markierung, wie weit ist der Bahnhof von Huddersfield entfernt? Das darf man ja nicht vergessen, diese Markierung ist Luftlinie. Nur die roten Punkte ist die echte Entfernung. Das blaue ist Luftlinie. Das heißt, es kann dann doch noch weiter sein, als eigentlich gedacht. So, jetzt bremse ich aber wahrscheinlich noch ein bisschen zu schnell, oder? Ja, nee, mache ich nicht. Oder? Doch.
Ja, auf jeden Fall nähern wir uns mit riesen Schritten dem Bahnhof von Huddersfield. Aber leider zu langsam und verlieren da auch wieder wertvolle Zeit. Und ich kann hier doch, glaube ich, rollen lassen. Geht es hier noch bergab? Wir werden es ja gleich sehen. Ja, das ist das gerade bei so bei solchen niedrigen Geschwindigkeiten. Da musst du so genau das Bremsenteil, weil das Gute ist, dahinter kommt gleich der Bahnhof. Na geh, geh auf Anfänger bitte. Bremse nochmal auf die 17. 17, dass wir nicht so die Überschreitungen haben. Da bremst du mich noch weiter. So, wir fahren einen in den Bahnhof von Huddersfield. Erster und wahrscheinlich einziger Zwischenhalt unserer Fahrt nach Leeds. Und das Ganze, wir sollten diesen Bahnhof sogar pünktlich. Wir sind überpünktlich in Huddersfield. Das ist doch schon mal eine feine, feine Sache. 26 sollten wir eigentlich erst hier sein. So, da vorne ist das Ausfahrsignal sogar rot, wie ich das hier sehe. So, aber wir sollen wieder relativ weit vorne halten. So. Naja, das Signal ist nämlich hier noch auf Halt gestellt. So, liebe Leute, und da haben wir Huddersfield erreicht. Wir entriegeln die Türen und ich verabschiede mich von euch für heute. Ich danke euch wieder fürs Zuschauen und dass ihr eingeschaltet habt. Ich würde mich freuen, wenn ihr im nächsten Video wieder einschaltet zum letzten Teil, der uns dann von Huddersfield bis in die wunderschöne Stadt Leeds führt. Und bis dahin sage ich, haut rein, habt noch eine schöne Zeit und ja, danke fürs Zuschauen. Euer Felix, der Weise.